here in front of the rock stage, music school. We're making a new EP with 5 stupid as I might be, but I don't think a little drink could be so wrong. Cause I know all your fans just want you to hate me with those fake fairy tales. But lately I don't mind to waste time, it won't take long. So why don't you give me a chance to explain? Come with me, I know that's insane. You regret, you should go. I just want you to know. Jetzt richtig mit Hass. Everybody gets now. You know what it's like, another lady named brother might be here. On and on and on and on and on. Songing on and on and on and on. Also, wir sind hier die Band, No Date Theory. Hi Jerry, ein Wort zur EP. Zwiebelroschbrate. Duckface. Ist ein geiles Lied. Bridge. Ich bin eigentlich aus nur einem Grund hier. Ich bin der bodenständigste, normalste hier. So, Marvin, was sagst du zu unserer EP? Ja, hallo. Oi, unseren Sänger, der dreht wieder völlig am Rad, der ist sowas von eingebildet, gell? Das Beste auf der EP bin ich. Marvin? Nein, Surprise. Geiler Bass. Und die Bridge? Nicht schlecht. Bestes Lied ist. Keine Ahnung. Eigentlich alle. Gleich. Beste. You're around eher was für Homos. Versuche auch immer die anderen ein bisschen zu drücken, die sehen das alles nicht so ernst. Also man sollte es schon ernst nehmen, allein schon eine CD zu produzieren, da kann man nicht einfach rumgehen und rumtanzen, oder? War richtig geil, hat Spaß gemacht, besonders der Tag, wo bei Mirko früher gegangen ist. Der meint, er hätte alles allein gemacht, dabei ob da im Eck und weint vor sich hin, wenn es nicht klappt. Ja, ansonsten, also ich finde, unsere EP, wenn ich sie beschreiben sollte, man nimmt ein Baby-Dingo, eine Zwergpygmäe. Das ist echt anstrengend mit dem, Leute, gell? Das, also. Und eine Gazelle tut ihm einen Mixer mit Einhorn, Auberginesaft und Zwiebelroschbraten.
Weißt du, kennst du sowas? Du machst was gut und dann kommt er her und sagt, ja, es war er. Ja. Bei 210 Grad, 4 Minuten in den Backofen. Und dann kann es eigentlich auch jeder daheim nachmachen, CP. Und dann ist er der König und alle anderen. Nee, das geht mir richtig auf die Sacke. Also, hör mir auf, nö. Gibt's auch irgendwas Positives über die EP jetzt, die jetzt rauskommt? Nee, eigentlich war es echt scheiße. I tried to write a deep song just to cry a bit. But my ex I'm still in love with, and how could she leave me alone? But the problem is fucking topic with Brian Arantz or any young by Taylor Swift. Nobody tries to read my rhymes. Why should I try to write something? Der Mirko ist schwanger von einem Esel, der heißt Schorsch und wohnt im selben Dorf. Das war ein schlechter Reim. Stein. Der Mirko ist blöd.